Oh, jetzt bin ich drüber gesprungen. Nein! Shit. Das war das Falsche. Los, komm schon her. Ich bin zu schnell für das Viech. Jetzt lande da. Zack. Jetzt haben wir es aber gekriegt. Ach, und da ist so ein Driftzeppelin-Dingen. Oh, verloren. Möchtest du mein Freund sein? Ich werde allen sagen, dass du mein Freund bist. Von nun an werden alle Staralili des Poképarks seine Freunde sein. Wie süß. So. Wo war jetzt dieses Teil da? Dieses... Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Dieses Driftzeppli-Dingen. Ach toll, jetzt finde ich es natürlich nicht mehr. Na gut, egal. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ach, hier sind... Obwohl doch, da ist eine Brücke. Da kann man doch rüber, ne? Ja. Und da ist irgendwas auf der Brücke. Ein Corazon. Corazon! Du kannst diese Brücke nicht überqueren. Weshalb möchtest du wissen? Tja, ich lasse dich nämlich erst durch, wenn du mein Ratespiel meisterst. Bist du bereit für das Ratespiel? Ja, natürlich. Hihihi, los geht's. So, dann wollen wir mal raten, ne? Erste Frage. Woran kann einer deiner Freunde an deiner Seite teilnehmen? Putzdienst, Spielwettstreit. Klar, am Putzdienst natürlich, ne? Oh Mann, natürlich am Spiel. Stimmt, genau. Frage Nummer 2. Was ist die Farbe deiner Wange? Oh, natürlich violett. Was sind das denn für Fragen? Da muss man doch nicht raten, ey. Rot. Stimmt, genau. Dritte Frage. Aber will uns dieses Viech irgendwie verarschen? Wer hat mehr Beine? Krebskor oder Krabi? Oh shit, da muss ich jetzt wirklich überlegen. Wer hat denn mehr Beine? Krebskor oder Krabi? Ich glaube, die haben beide gleich viele, oder? Oder? Scheiße! Die richtige... Oh, Krebskor. Ach, verdammt. Wie viele Flaschen du einwerfen musst. Ah, ja. Mist. Oh, und ich bin mir so sicher, dass da nur solche Luschi-Fragen kommen. Ich meine, es war ja eine Luschi-Frage, aber... Oh, nein, bin ich doof. Naja, gut. Ja... Okay. Was kommen wir zu Fragen? Erste Frage. Woran kann einer deiner Freunde an deiner Stelle teilnehmen? Das hatten wir eben schon mal. Am Putzdienst natürlich. Nein. Frage Nummer 2. Welchen der folgenden Dinge gleicht den Schweif am meisten? Gleicht dein Schweif... Ach so, ein Blitz natürlich. Wir sind ja schließlich ein Pikachu, ne? Dritte Frage. Wie viele Haare hat Anton auf dem Kopf? 1, 5 und 3. Natürlich 3. Stimmt, genau. Juhu, jetzt haben wir es geschafft. Alle meine Freunde lieben Ratespiele. Sprich sie einfach an, wenn dir... Ach, wie es denn da noch steht? Ja. Okay, und jetzt lass uns durch, du rosa... Du rosa Luftballon-Teil-Dingen. Was läuft da? Ach, ein Winger. So. Da ist das Impergator, was sich mit dem Garados streitet. Oh Mann. Oh. Impergator! Hä? Du möchtest Lapras treffen? Ach so, weil du in die Eiszone möchtest, verstehe. Lapras findest du in der Bucht, aber der Weg dorthin wird von einem Felsen versperrt. Ich könnte ihn zertrümmern, aber würdest du Garados zuvor bitte einmal die Leviten lesen? In letzter Zeit verhält er sich nämlich ausgesprochen seltsam. Er nutzt die Abwesenheit von Empoleon, um sich als Zonenmeister der Strandzone aufzuspielen. Wenn ich mit ihm spreche, artet es ohnehin nur wieder in Streit aus. Kann ich auf dich zählen? Ach. Mann, kein Bock. Ach, als ob man hier eine Wahl hätte. Na gut. Ah, was ist jetzt wieder los? Plinfer? Oh. Hallo, ich bin's! Oh, Plinfer. Oh, wie ist das denn darüber gekommen?
Schön, dass es dir gut geht. Bei mir ist auch alles bestens. Wie geht es den anderen? Sehr gut, du hast Endivir getroffen. Ja, ich werde mich später auch zum Treffpunkt aufmachen. Ich hatte schon gehofft, dass du kommst, denn ehrlich gesagt stecke ich etwas in der Klemme. Ist so. Als ich auf meiner Bärensuche herkam, stürzte die Brücke ein. Wie konnte ich nur nach Hause? Ich kann doch nicht schwimmen. Isso kann einem schon leid tun. Bidiza aus der Grünzone könnte ihm nur eine Brücke bauen. Sei so nett und bitte Bidiza darum. Sie hält sich anscheinend am Flussufer in der Grünzone auf. Ich bin Plinfa begegnet. Yay! Wuhu! Party! Okay. Oh, jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich zuerst machen soll. Zuerst zu Garados oder zuerst Bidiza finden oder... Oh, ein Aquana. Bist du auch hier, um das Meer zu sehen? Es ist wirklich schön, nicht? Oh, du möchtest einen Wettstreit? Mal sehen. Ich werde mit dir Fangen spielen, wenn du 30 Freunde oder mehr hast. Ach so. Ah, oh, das ist doof. Die kann man immer erst ansprechen, wenn man genug Freunde hat. Aber die will ich auf jeden Fall auch noch haben. Aber ich weiß, in der Grünzone, da ist auch noch sowas. Ein Fulipurba ist noch in der Grünzone. Also müssen wir sowieso noch mal in die Grünzone. Ach Gottchen. Naja, okay. Wisst ihr was? Ich mache hier mal einen kurzen Schnitt. Jetzt habe ich ja schon wieder ein paar Parts, die ich hochladen kann. Und die ihr euch dann angucken könnt und ja. Wann es weitergeht, das weiß ich noch nicht. Das kann ich euch im Moment noch nicht so sagen, weil... ist im Moment ziemlich stressig mit Schule und so und naja. Wir werden sehen, ne? Also gut. Dann haut rein, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part.